Hallo, mein Name ist Ole von Du hast die Macht und heute geht's mal wieder um das Thema Europa. Yeah! Spionage, Geheimdienst, Internetüberwachung. Auch ein wichtiges Thema in der EU. Aber kann sowas nicht auch vor Kriminalität und Terrorismus schützen? Und was ist eigentlich mit dem Urheberrecht? Ein Recht für alle? Wir werden es herausfinden, was sagt die Straße. Ist ja gerade ziemlich oft in den Medien Thema Internetüberwachung. Findest du, dass das gegen Kriminalität und Terrorismus hilft? Ganz ehrlich, glaube ich nicht, nee. Diese ganze NSA-Überwachung und diese ganze Scheiße, die da abziehen, völlig überzogen. Und ich glaube nicht, dass man damit einen Terroranschlag oder irgendwas verhindern kann. Könnte sein, aber muss nicht sein. Also, ich finde, es ist kein Muss. Man kann es machen, aber eigentlich sind ja sowieso die meisten Leute dagegen, also könnte man es auch einfach lassen. Also, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, wie man dadurch jetzt irgendwelche Leute, sag ich mal, enttarnen kann. Aber an sich, ich habe nichts dagegen, ich habe auch nichts zu verbergen. Also das beste Beispiel, das aktuellste für Internetüberwachung in dem Sinne ist Sebastian Eldati. Wenn man das nicht überwacht hätte und seine IP-Adresse sozusagen mit seinem Namen herausgekommen hätte, würde er sich wahrscheinlich heute noch irgendwie freizügige Kinderfotos runterladen. Also es kann was Gutes haben und es kann Dinge verhindern oder aufklären. Die europäischen Geheimdienste arbeiten ja zusammen, Nachbarn überwachen Nachbarn. Was sagst du denn dazu? Unnötig. Solange keine wirtschaftlichen Vorteile daraus gezogen werden, also wirklich die Daten nur zur Überwachung benutzt werden, hätte ich persönlich da eigentlich nicht viel dagegen. Geht so ein bisschen gegen Freundschaft, ist absolutes Tabu, ne? Geht gar nicht, finde ich. Da müsste man irgendwie sich zusammenhocken. Das wäre so, wenn ich meinen Nachbar ausspioniere, ja? Oder den Kumpel oder meine Freundin oder was weiß ich, ja. Ich kann auch so diese ganze Panikmache nicht so ganz verstehen. Ich meine, klar, es ist dreist, aber ich weiß nicht, ich habe nichts zu verheimlichen, ich bin nicht kriminell und von daher juckt mich das irgendwie nicht großartig. Es ist scheiße, dass Staaten sich gegenseitig überwachen müssen, aber mein Gott, wenn sie meinen, sollen sie machen. Das hast du bestimmt schon mal gesehen, dass wenn du mal ein Musikvideo angucken willst oder so, dass die GEMA dann auch mal einen Strich durch die Rechnung macht. Findest du, Europa bräuchte ein einheitliches Urheberrecht? Wäre vielleicht sinnvoll. Also ich bin öfter mal in Holland zum Beispiel oder auch in Österreich und ja, da kann ich zum Beispiel sämtliche Musik auf YouTube anhören, die mir passt und kaum bist du wieder über die deutsche Grenze, dann so, nein, sorry, tut uns leid. Das ist ja sinnlos, sage ich mal, wenn es eben in einem Land so ist und im anderen Land so ist, deswegen ja, würde ich das sagen, bräuchten wir sowas, ja. Since it's, we have a lot of things that are allowed, we use the same things in European Union, we're allowed to travel everywhere in European Union, so then I think that such information should also be allowed in the European Union. Wie kann Europa das Internet nutzen, um noch mehr zusammenzuwachsen? Ich glaube, dass die Individuen das sozusagen persönlich für sich machen, also indem man Kontakt hält mit Leuten, die man kennengelernt hat über Internetmedien, die man über das Handy nutzen kann oder auch über den Computer, dass man sich gegenseitig besucht, dass man Chance hat, auch sich mit Leuten zu connecten, die man eigentlich noch nicht kennt und erst ins Land fährt und da erst kennenlernt. Allgemein finde ich, also ich als deutscher Staatsbürger fühle mich so als Europa und da bietet das Internet super Möglichkeiten. Ich weiß nicht, über Couchsurfing zum Beispiel. Also ich würde sagen, dass alle dieselben Rechte jetzt zum Beispiel für YouTube haben, also an sich fürs Internet. Naja, jetzt mal als Beispiel, es gibt ja Arte, das ist ja ein Sender, deutsch-französischer Sender. Das kann man bestimmt irgendwelche ähnlichen Sender oder YouTube-Channel machen, die irgendwie mehr über Europa sind oder generell in mehreren Sprachen oder Fernsehsender, weiß ich was. Findet ihr, Europa bräuchte ein Internetministerium, was sich um alle Themen rund ums Internet kümmert? Ja, also ich würde sagen, es wäre schon mal nicht schlecht, es wäre schon mal ein Anfang irgendwie. Ja, es sollten Leute sein, die vielleicht nicht jenseits der 70 sind, die sich einfach mit Social Media auskennen, die sich mit dem Internet auch den Gefahren auseinandersetzen, die aber auch trotzdem irgendwie so den Zugang zur Jugend haben, die eigentlich gerade mit dem Internet groß werden. Solche Leute sollten sein. Vielleicht schon. So Dinge wie die Telekom, die ihr Glasfasernetz nicht zum heutigen Stand ausgebaut hat und jetzt da ein bisschen nachhinkt, vielleicht so Dinge, dass dann ganz Europa zusammenarbeitet und sowas gleichzeitig macht. Ja, ich denke, das wäre schon gut. Gehst du denn dieses Jahr zur Europawahl? Ja, ich wähle nicht, nein. Ich gehe wählen, ja. Wann ist denn die eigentlich? Mai ist. Mai, ne? Ja, werde ich hingehen.
Viele Leute haben nichts zu verbergen, wenn es um das Thema Internetüberwachung geht. Wenn sogar einer dadurch gefasst wird, finden die das sogar richtig gut. Wiederum nicht gut finden sie das hier. Und deswegen sind viele dafür für ein einheitliches Urheberrecht in der EU. Was sagt ihr denn dazu? Schreibt es in die Kommentare. Das war's von mir, Ole, haut da rein. Hallo, mein Name ist Ole von Du hast die Macht und immer wieder heiß diskutiert das Thema, dass viele Leute aus anderen EU-Ländern zu uns kommen, um zu arbeiten.